Hallo und herzlich willkommen. Es geht mal wieder weiter. Und ich hoffe, ihr werdet damit genauso viel Spaß haben wie ich. So, weiter geht das hier mit Croc-Head Clamber. Was auch immer das auf Deutsch heißt, wen interessiert's? Da ist auf jeden Fall was. Ich muss erstmal schnell. Dankeschön, so. Wie kriegen wir das hier hin? Oh, knapp, aber geschafft. Okay, das muss ich dann nochmal testen. Oh Gott, was denn das? Könntet ihr vielleicht mal. Okay, also springt. Nee, doch, geht. Also irgendwie hat er sich gerade blöd angestellt. Oder war einfach nur ich das? Boah, wieder voll daneben geworfen, ey. Schwules Arsch. Nicht, dass ich es gegen Schwule hätte. Um Gottes Willen. Nein! Aber gut. Es geht jetzt einfach mal weiter. Ach. Verdammt, wollte ich sagen. Nom, nom. Was? Dieses Biest ist so böse, dass man da nicht einfach rausspringen kann. Wie ungeil ist denn das? Okay, super. Ein Leben! Na geil. Na juhu, dafür gehe ich jetzt hin. Okay. Naja. Egal erstmal. Jam, jam. Diese Libellen fetzen aber irgendwie auch. Oh geil, ich habe ihn mal getroffen. Und dann hat man ihn wieder rülpsen gehört. Wahrscheinlich steht er da wieder total drauf. Mist. Selbst das kann ich. Kann ich mir da kein neues Leben holen, wenn ich jetzt so durchkommen sollte. Das ist auch sehr wahrscheinlich, wie man mich erkennt. Oh Gott, wie viele gibt's. Ah, gut. Didi! Boah, ey. Nein, du Hurenkind. Ah. Hättest du nicht mal da vorne bleiben können, dann hätte ich das jetzt nämlich noch geschafft. Verdammte Scheibe. Das dahinter lässt mich überhaupt nicht in Ruhe. Nochmal. Erstens gibt es nochmal wieder ein Leben. So. Was gibt's denn hier? Okay. Super. Ja, okay. Nein! Scheiße. Ja, geil, ehrlich. Wie viele Truhen sind denn da in einer drin? Hör mal, das ist ja wie eine Matruschka, wa? Sieht bloß ein bisschen anders aus. Also, naja. Geh weg, du Scheißkind. So, wir versuchen das nochmal. Das lässt mich hier jetzt überhaupt nicht in Ruhe. Nein! Oh, genau auf den Stechmückenarsch geworfen. Das ist wieder typisch für mich. Jo, wieder voll daneben. Super gemacht, du die auf jeden Fall. Finde ich toll. Oh, juhu, wenigstens habe ich das K erwischt. Welch Talent. Oh Gott, ja, super. Ich war eben schon halb im Wasser drin. Habt ihr das gesehen? Oder in diesem Sumpf, oder was das so sein soll? Das war ja mal richtig geil. Ja, Dixie, Klo, Kong, ich bin schon da. Komm jetzt. Ey, was zum? Ich habe doch schon da drauf gestanden.
Wenn ich jetzt ganz viel Pech habe, dann sieht man gleich das erste Mal den Game-Over-Bildschirm. Das finde ich aber gar nicht geil. Nein, so viel Pech will ich nicht haben. Super. Geil. Bitte einmal wechseln. Kann man nämlich gut einmal rüber. Boah. Aber wirklich gerade so. Okay, nicht ganz so leicht. Ja. Wow, ja. Das ist die DK-Münze, ey, yo, geilo. Es hat sich gelohnt, wie es scheint. Cool. Uah. Oh Gott, ey, ehrlich, ich sterbe hier nochmal. Hoffentlich nicht, während ihr dabei seid. Aber naja. Ja, mal genau getroffen. Boah, war das gut oder was? Sogar das K getroffen, ey. Boah, ich werde gleich ein bisschen selbstverliebt hier. Das ist so, eieiei, nicht schlecht. Super Sache. Ding, ding, ding. Wow. Geil, hier war ich noch nicht. Okay. Oi. Was? Wie? Wo? Hm. Nein! Oh, hättest du nicht noch einen Moment warten können mit Abtauchen? Blödfee. Ist ja wieder ein bisschen kacke jetzt, ne? Halt dich für mein erstes Leben wohl. Das möchte ich bitte haben. Dankeschön. Hehe. Ah, jetzt kann man auf dich rausspringen? Ja. Oh, noch ein Leben. Ein Leben. Oh. Bin so kalle, kalle. Oh. Oh, nee. Und. Oh, gerade so, aber getroffen. Aber getroffen. Juhu. Wieder das K getroffen. Wow, nein, abgerutscht. Oh. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Aber gut, was soll man machen? Hm. Und wie ihr wisst, ich hole mir erstmal wieder mein Leben. Tudum, tudum. Tschuck. Oh, komm, du kleiner Hirni. Die klingen auch alle gleich irgendwie. Na, was war das denn? Das war ja mal richtig schlecht, ey. Geht ja gar nicht, ey. Blub. So. Hau ab, du Sack. Oh, wieder genau raufgeworfen. Ich bin so super geil, oh. Oh nein! Ich nehme alles zurück. Ich bin nicht super geil, oh. Nur, steh noch ein bisschen dichter und sagt, hallo, schau mir in die Augen, Kleines. Eigentlich habe ich doch ein bisschen Respekt vor diesen Biestern da. Für dir nicht, du bist hässlich. So abgrundtief hässlich wie ich. Naja. Ey, Mann, ey, ich stelle mich auch wieder so blöd an. Aber ja. Ich stehe dazu. Ich bin blöd. Liegt auch vielleicht daran, dass ich heute ein bisschen früher aufgestanden bin, weil ich zu Blut abnehmen musste. Wer weiß das schon so genau? Hau ab. So, okay, super. Zack. Oh, den habe ich getroffen. Den auch. Boah, voll in die Fresse rein. Boah. Gut, dieses Mal habe ich es gar nicht bekommen, aber...
Dann springe ich einfach anders hin, weil ich möchte mich umbringen, weil ich habe das gar nicht. Und geht nicht so. Wir können noch mal ein bisschen leiser summen, so finde ich. So. Dich will ich eigentlich gar nicht umbringen. Oh, du bist so... Diese riesen Messer, diese, ja, Säbel, was auch immer das da sein sollen, passen so gar nicht irgendwie. Also, das erinnert mich immer an die Schulkinder von heute, haben auch einen größeren Ranzen, also einen größeren Rucksack, als sie selber sind. Ne? Das ist, boah, auch immer ein bisschen unheimlich, so finde ich. Aber gut. Ist ja immer so, eigentlich darf man ja immer bloß ein Zehntel vom Körpergewicht tragen. Juhu. Aber was soll man machen, wenn man die ganzen Bücher braucht? Man kann sie ja nicht immer im Klassenraum liegen lassen. Ein Spind kostet auch Geld und außerdem hat auch nicht jede Schule so einen Raum oder die Möglichkeit, einen Spind irgendwo für jeden Schüler bereitzustellen. Boah, geh weg, du Sack. Aber wieder gerade so hätte, ne? Bin ich dem jetzt wirklich genau vor die Fresse gefallen? Ey, was zum? Ich bin noch raufgesprungen. Hallo, ihr doofen Hansels. Ich bin da doch raufgesprungen. Ey. Ich hole mir gleich das Leben wieder. Aber erstmal muss ich ihn hier kaputt machen. Genau. Bisschen weiter weg, ist es wieder ein Schaumidiot, ein kleines, ein Tätertät. Genau auf den Arsch. Oh, wie geil ich das finde. So. Vielleicht geht's mit ihr leichter, weil man mit ihr ein bisschen fliegen kann. Weil sie nimmt ja immer 3 Wettertaft und da gibt's ja ganz super Halt für die Haare und so. Und ich denke mal, dem wird sie sich bedienen. So. Super feste Haare, wie sie ja immer hat. Sie kann damit fliegen, sie kann damit eine Tonne anheben. Weiß ich, was sie noch alles kann. Also, beeindruckend, das für einen Affen. Respekt, Baby. Super Sache. So, zack. So. Ach, die schmeißen einen nicht mal, nicht wie im dritten. War das im dritten? Juhu. Ich glaube, es war im dritten, aber naja. Ob ich dieses Level heute noch schaffen werde? Naja, noch bin ich zuversichtlich. Und wieder auf den Hintern geworfen. Oh. Bist du gnadlos hässlich, wollte ich sagen. Aber nur gut. Hallo. Spring, du Hurenbock. Dankeschön. So. Wieder genau getroffen. Ja, ein neues Leben. Oh Gott, wenn jetzt hier jedes so ein Mega-Abenteuer wird, erstmal halbwegs lebendig noch durchzukommen, ne? Oh. Bands. Ja, gut. Oh Gott, na. Das ist ja wieder was für mich hier. Ja. Oder Speichertörnchen. Unglaublich. Ich bin beim Speichertörnchen. Ey, Kinder, habt ihr das gesehen? Was ist denn hier oben? Oh! Eine Bonusbox. Eieiei, ich habe mal wieder ein Geheimnis entdeckt. Destroy them all. Okay. Yay, cool. 20 Münzen habe ich schon. So viele. Also viele. Ein Leben!
Okay. Ja, geil. Cool. Geh weg. Geh weg, du kleiner blöder Sack. So. Oh, ich hasse so. Boah, ey. Was ein Höllenlevel, ehrlich. Was bist denn du? Oh, aber wirklich gerade so getroffen. Okay, wehe. Das hätte jetzt nicht geklappt, also wehe, ehrlich. Bam. Wie soll man das denn jetzt machen? Ei, ei, ei. Oh Gott. Muss ich hier genau treffen? So schnell kann ich gar nicht gucken, ey. Oh. Okay. Nein, oh Gott, das ist ja echt schwierig hier. Die verschwinden dann trotzdem unter dir, diese Biester. Unglaublich, echt. Das ist echt nicht einfach. Das ist schwierig hier, das so zu treffen. Wie man das bräuchte. Bangs. Das klingt immer wie Furzen, wenn man darauf so. Genau getroffen, boah. So gut. Ich bin so schlecht, ja. Naja, es ist. Boah. Schlimmes Level, echt. Ich furze dir mal auf den Kopf, weil finde ich cool. Ja, was die komischen Affen wieder da machen, so. Das klingt so eklig. Das klingt wirklich so, als hätte ich irgendwelche Verdauungsstörungen. Aber nein, ich bin es ausnahmsweise nicht. Das ist wirklich im Spiel. Ob ihr mir das glaubt oder nicht, das ist so. Ja! Ah, wieder super perfekt getroffen und den auch. Also da darfst du auch teilweise wirklich nicht lange brauchen, ne? Das ist wirklich... Ah ne, alles klar. Super. Na, vielleicht kriege ich es jetzt ja wieder besser hin, weil jetzt bin ich wieder mit ihr unterwegs. Alles klar, wenn der Typ dir am Arsch kratzt, ne? Dann bist du tot. Und das muss... Nur wenn ihm jetzt... Na geil, wie soll das denn gehen, ey? Den musst du wirklich erst kaputt machen. Damit du da vernünftig springen kannst. Was ist denn das für ein Müll? Ich will nicht wissen, wie lange ich dieses Level hier schon spiele und wie lange, wie groß dieses Video wird, weil... Fraps. Ne? Fraps ist... Oh, nee, ey. Hurenkind, ehrlich. Weil bei Fraps sind die Videos immer so riesengroß, egal wie lange die jetzt gehen. Ich meine, gut, sie werden natürlich im Anschluss gerendert und alles, aber überhaupt sind sie groß und das ist natürlich... Gut, ich habe jetzt genug Festplattenspeicherplatz, so. Aber, oh Gott, das Problem. Ich bin jetzt schon drauf und dran. Weil ich hier schon ja fast tot bin, mir nochmal dieses Bonus-Level dazu geben. Weil ich dann Leben kriege, wenn ich diese Spinne da nochmal loswerde. Squitter. Genau, Squitter.
macht nichts. Aber Hauptsache neues Leben, das ist mir jetzt wichtig. Nein. Pisser, ehrlich. Ey, die sind voll schlimm, die Biester, ehrlich. Oh, und wieder geht dieses hässliche Dummfurzen rum, ey. Schlimm, ehrlich. Oh, ey, ich mach 500 Kreuze, wenn ich dieses Level überstanden habe. Getroffen. Juhu. Boom, boom. Oh, ich sehe hier fast nichts mehr vor lauter Grün, ey, ehrlich. Okay, also. Immer springen, wenn er irgendwie relativ weit oben ist. Dann hat man doch die besten Chancen irgendwie. Okay. Egal, weiter. Oh. Ey, nee, nein, oh Gott, nein, da, oh. Ah. Nein, das Level macht ganz viel Spaß, es nervt mich überhaupt nicht. So, bitte sprengen da jetzt rüber. Danke. Er hat sich manchmal ein bisschen so, der kleine Didi. Geht er weg. Zack, super. Na, war schon schön getroffen, aber nicht so geil, wie ich das schon mal geschafft habe. Oh, ich sehe diese hässlichen Libellen immer erst so ein Stückchen später. Das ist immer voll... blöd, jetzt muss ich einen Moment hier warten. So, jetzt ist er wieder optimal. Ja, geil! Halt dich nicht fest, wozu auch? Wozu solltest du dich auch festhalten, Didi? Warum? Wäre zu einfach, ne? So, ihr kennt das Spiel. Weil ich möchte nicht den komischen Bildschirm sehen. Total egal, ob ich jetzt hier alle Musik kriege oder nicht. Hey, geiles Abschlussbild auf jeden Fall. So, give me that Leben. Oh, was war denn das wieder für ein Scheiß gerade so? Oh. Ob Handtaschen aus Krokodilleder auch so komisch klingen? Ich hoffe ja nicht. Ich meine, gut, ich habe so eine Dinger nicht, aber es soll ja viele geben, die drauf spüren. Aus so eine komischen Taschen. Ich finde sowas potthässlich. Würde damit niemals nicht freiwillig rumlaufen. Gut, nach mir geht's nicht, aber wenn die auch so komische Geräusche machen, dann würde ich mir das echt 500 Mal überlegen, ehrlich. Einmal anfasst. Ja, ist egal. Schneller. Ja, alter Falter, ich hab dieses beschissene Level fertig. Go, yo, ey, Hammer. Hammer. Schnell speichern, ehrlich. Ich weiß nicht, was mich hier sonst erwartet, ehrlich. Boah. Well, just look at those sons those Kremlings have done. Disgraceful. Na, Oma. Ist halt so, Oma Ringkleber. %28. Immerhin. Möchte gerne wieder. Ja. No. I'll be here if you need me. Vielen Dank, Oma Wrinkling.